Z wie Zöliakie. Wenn man Zöliakie hat, dann verträgt man verschiedene Getreidesorten nicht. Man kann dann zum Beispiel Blähungen, Durchfall oder Bauchschmerzen haben und nimmt ab. Oder man ist erschöpft, weil man wegen der Krankheit zu wenig Eisen aufnimmt. Diese ganzen Beschwerden sind belastend. Menschen mit Zöliakie haben deswegen auch oft Stimmungsschwankungen. In Deutschland haben 3 bis 5 von 1000 Menschen diese Krankheit. Was passiert bei Zöliakie im Körper? Also, das, was wir essen, wird im Dünndarm in einzelne Teile zerlegt. Die Nährstoffe werden dann über die Schleimhaut, die den Dünndarm innen überzieht, aufgenommen. Auch das Eiweiß Gluten, das kommt in Getreide vor. Es wird auch verdaut und kommt in unseren Körper. Wenn man gesund ist, dann ist der Vorgang hier zu Ende. Wenn man aber Zöliakie hat, dann wird das Gluten nicht komplett verdaut, es bleiben Bruchstücke davon übrig. Und auf diese Bruchstücke reagiert der Körper, als wären sie Bakterien oder andere Eindringlinge, die man bekämpfen muss. Da reichen schon winzig kleine Mengen von Gluten. Die Schleimhaut vom Dünndarm entzündet sich dann. Zusätzlich greifen unsere Abwehrzellen die Teile der Schleimhaut an, an denen noch nicht verdaute Glutenreste hängen bleiben. Mit der Zeit, also wenn man weiter Nahrungsmittel mit Gluten isst, verkümmern dann die sogenannten Zotten der Dünndarmschleimhaut. Die Zotten, das sind fingerförmige Ausstülpungen. Und durch dieses Verkümmern wird die Oberfläche der Dünndarmschleimhaut dann kleiner. Das ist schlecht, weil der Körper dann weniger Nährstoffe aufnehmen kann. Zum Beispiel Kalzium, Eisen und Vitamine oder auch Milchzucker und Fette. Zöliakie ist eine sogenannte Autoimmunkrankheit. Bei unserem Immunsystem, also der Körperabwehr, ist dann sozusagen was falsch geschaltet. Wenn andere Menschen in der Familie Zöliakie haben, dann ist es übrigens wahrscheinlicher, dass man die Krankheit auch selbst bekommt. Woran merkt man, dass man Zöliakie hat? Typisch für Zöliakie sind zum Beispiel ständiger Durchfall, fettiger, glänzender Stuhl oder dass man Gewicht verliert. Aber wie gesagt, auch Bauchschmerzen oder ein geblähter Bauch können von der Krankheit kommen. Einige Menschen haben auch ständig Probleme mit der Haut. Zum Beispiel kann es sein, dass die Haut gerötet ist oder dass man Bläschen darauf hat. Oder auch Quaddeln, die brennen und jucken können. Außerdem haben einige Menschen immer wieder Aften, das sind so weißlich-rötliche, entzündete Stellen im Mund. Aber es kann auch sein, dass einem die Gelenke und Muskeln wehtun. Und viele fühlen sich ständig müde und erschöpft. In besonders schweren Fällen von Zöliakie kann es auch sein, dass man langsamer wächst oder der Körper sich langsamer entwickelt. Kinder sind dann zum Beispiel kleiner oder sie kommen später in die Pubertät. Und bei jungen Frauen kann es passieren, dass sie später keine Kinder bekommen können. Außerdem kann man andere Krankheiten kriegen, etwa Blutarmut oder Osteoporose. Was kann man gegen Zöliakie machen? Also die einzige Möglichkeit, eine Zöliakie zu behandeln, ist, sich vollkommen glutenfrei zu ernähren. Und zwar für immer. Meistens merkt man nach 2, 3 Wochen, dass sich die Krankheit bessert und die Beschwerden nachlassen. Das war Gesundheit hören, das Lexikon. Ich bin Kari Kungel und ich bin Redakteurin im Team von Gesundheit hören. Mehr zu Zöliakie und wo überall Gluten drin sein kann, dazu haben wir euch ein paar Artikel der Apothekenumschau rausgesucht. Die Links dazu findet ihr in den Infos dieser Folge. Übrigens, Gluten wird umgangssprachlich auch Klebereiweiß genannt, weil es beim Backen dafür sorgt, dass aus Mehl und Wasser ein Teig entsteht.